Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom TBP Trevolos Big Pack. So, wir nehmen jetzt gerade nahtlos dran auf. Und ich habe mir überlegt, wir können ja hier mal die Maschinchen noch ein bisschen upgraden. Wenn ihr mal sieht, die haben hier zwei Upgrades supported, einmal Speed und einmal Energy. Und ich würde sagen, wenn wir uns mal die Upgrades anschauen, ja, Upgrades, gibt es mehrere. Es gibt da Speed Upgrade, Increase the Speed of Machinery, wer hat's gedacht, oder Energy, Increases Energy Efficiency and Capacity of Machinery, also im Klartext verbraucht weniger Energie und kann mehr speichern. Dann das Filter Upgrade, der Filter that separates heavy water from regular water, muss ich mal anschauen. Das Gas Upgrade, Increases the Efficiency of Gas Using Machinery, und das ist schon nicht mehr von Mechanism. So, wollen wir es doch mal machen. Die kosten alle ein bisschen in Witch Dalloy. Und ich glaube, maximal konnten da 8 rein. Und da würde ich sagen, machen wir doch mal 40 von. Dann haben wir schon mal was auf Vorrat. Das ist der Ofen. Da rein. So, was wir aber jetzt auch noch brauchen, ist das. Den können wir halt machen in der Enrichment Chamber. Wenn wir es jetzt haben. Oder Crusher. Oder wir machen es gerade in der Segmill. Ich würde sagen, hierfür machen wir das gerade in der Segmill. Aber wir machen dann gleich noch den Crusher oder in einer der nächsten Folgen. Da mache ich jetzt mal 4 und 2. Nee, ich mach mal 20 das. Aber dann bitte hier. Gut. Während das durchläuft, was könnten wir. Was sind denn das für Upgrades? Achso, von Looter Reborn. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns die Rüstung von Ender.io nochmal machen sollen. Weißt du was? Die machen wir jetzt auch nochmal in einer der Folgen. Ich will eine ordentliche Rüstung haben. Aber zuerst geht es jetzt erstmal dran, dass wir hier Speed und Energy Upgrades kriegen. Das ist erstmal High-End, wichtiger Power-Stuff und so. Kann man das eigentlich auch noch upgraden? Kann man. Gut, das ist jetzt für die Speed-Upgrades. Dann brauchen wir für die Energy noch Gold. Gold haben wir auch. Mach mal auch nochmal 20. Da können wir aber schon eher dann später was zwischendurch machen. So. Ich lasse mich gerade schon wieder viel zu sehr ablenken. Ich merke das schon. Ich muss mein Handy irgendwann mal entweder ausmachen oder. Sammelt schnell. Ja. Ja, ich wurde angeschrieben, oder? Alter. Okay, ich sehe gerade auf dem anderen TS, wenn ich komme, ist meine ganze Truppe da und wir sind einfach mal zu 12. Nee, stimmt, wir sind noch gar nicht vollzählig. Da fehlen noch zwei. Das ist krass. Ja, die mache ich mir mal. Ich will so gern wie du. Schubidu, schubidu, du, du. Schubidu, du. Ja, lass mal das lieber. So, das Wichtigste wäre jetzt eigentlich erstmal hier Enrichment Chamber mit Allergic Infuser upgraden. Das kann man eigentlich schon mal ein paar machen. Weil etwas Glas ist ja auch noch. Bin ich jetzt mal gespannt, ob das mit dem Quiet Clear funktioniert. Machen wir erstmal die. Hey, das funktioniert sogar, muss man gar nicht umchiseln. Erstmal schön drei Energy Upgrades. Und die hauen wir dann mal hier rein. So. Und wie ihr seht, der Energy-Verbrauch ist schon gesunken. Und hier passen sie jetzt maximal 47,4 Kilojoule rein und hier 20. Ist nicht besonders viel, aber auf Dauer ist es das schon schöner. Da machen wir auf jeden Fall jetzt mal ein paar.
Also. Und wir sind schon bei 11,85 Schulpunkte, die gebraucht werden. Oh, sweet! Jetzt fängt ihr auch schon an meinem Doschlepp an. Ich hasse euch! Oh Mann, ich sehe schon kommen. Ich glaube, ich kann mich wirklich umbenennen. So, noch was Glas. Hier, komm, mach mal was. Coco kann man immer gebrauchen. Sind die Tanks eigentlich voll? Ja, die sind relativ gefüllt. Okay. Ja, das reicht dann jetzt auch. Ah, Glas. So, dann machen wir die noch fertig. Jetzt müssten da jetzt eigentlich schon drin sein. Ja. Da passt jetzt noch eins rein. Sehr schön. Wir haben jetzt 8 von 8 drin. Und der Energiegebrauch ist gesunken auf 5 Joule pro Tick. Und wir haben 200 Joule. Also, die schnurrt jetzt durch wie ein Kätzchen. So, jetzt zeige ich euch aber nochmal den Nebeneffekt von den Speed Upgrades. Wenn das immer noch so ist wie damals, also vom RETV2. Ein Speed Upgrade haben wir jetzt rein. So, dann ist das 1B drin. Der Effekt ist 1,33, aber Strom steckt dafür wieder an. Also es wird schneller, aber verbraucht mehr Joule pro Tick. Da würde ich jetzt eigentlich so in jede Maschine erstmal 2 reinhauen. Dass man da schon mal sowas hat. Ich müsste auch eigentlich mal wieder die Sprinkleranlage aufbauen, aber ich bin momentan zu voll dafür. So. Dann haben wir hier noch 2, wieder kurz rein. Da sieht man jetzt mal, wie schön sich das verdoppelt. 158,11 Joule pro Tick, das ist schon fett. Aber wie ihr seht, das läuft schon schneller. Und das ist es mir eindeutig wert. Wird jetzt ausgetauscht, damit wir hier wieder was auch da drüben Energie vor allem sparen können. Ja, das ist ein neuer Energy Drink, der hat Energie, kennt ja jeder. So, jetzt sind wir hier wieder bei 80,91. Kann man hier eigentlich auch? Nee, kann man nicht. Okay. Komm, das ist jetzt die letzte Kohle, die ich erstmal rein investieren werde. Sagt der investierte noch mit Kohle, ich sehe schon kommen. Also Kohle wird auf jeden Fall immer mehr. Kohle werde ich weiterhin hier über die Segment verarbeiten, weil da eindeutig mehr rauskommt. Und Polvoice Kohlenummern machen, ja, Double Layer Capacitor, Pyrotheum Dust, wie man so schön sagt, nee, Pyrothium, ja, Dark Steel und Electrical Steel, Liquificated Coal. Stimmt, das wollte ich mal gerade nachschauen, ich habe ein bisschen Unterschiede gelernt. Ob es. Ah, schade. In manchen Modpacks ist das ja so, dass es so ein Lignite gibt und das ist jetzt einfach, wie es man bei uns in Nordrhein-Westfalen kennt. Lignite ist nichts anderes als Braunkohle. Weil ich jetzt hier oben einen Skelett rumlaufen sehe. Na, hier ist nichts. Da mache ich momentan echt was Kirre. Ich kann mir mal schreiben, was ich hier für eine Decke reinhauen soll. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Hier muss ich auch noch was. Ich mache noch irgendwann mal eine Deko-Folge. Das wird auch mal interessant, ob ich da was geschissen kriege. Ich sehe da was schwarz. So, jetzt war die fertig. 6 davon. Da sind schon wieder. Ja, komm, dann hauen wir die da erstmal rein. So, das ist jetzt schon der Effekt mal 5,62, mal 7,5 und mal 10. Also hier wird es auch noch 5,81 Joule gebraucht pro Tick. Also pro Portion.
Das finde ich, ist jetzt schon ein schöner Wert. So. Ich weiß, wenn wir überlegen, was man noch machen kann. Da Pulver lasse ich es wirklich erstmal so in Pulverform. Wer weiß, was man so noch brauchen kann. So, noch ein bisschen Glas haben wir. Eine Experienz hauen wir da rein, egal wie wenig sie ist. So. Ja. Ich will jetzt nicht mit dem Mechanismus so extrem viel reinhauen. Ich würde dann mal was farmen. Ich würde sagen, komm. Fangen wir jetzt einfach schon mal mit der Darksteel-Rüstung an. Wir brauchen zwar erst dafür Darksteel. Was, ich will mal kurz wissen, wo ist der Rapier? 3 Damage. Guter Witz. Okay, wie wird Darksteel gemacht? Aus Eisen, Pulverized Coal und Obsidian. Wir brauchen für eine vollständige Rüstung 24 Obsidian, das heißt 3 brauchen wir noch. Dann noch hier Iron. Ich würde sagen, da tauchen wir sowas schon so rein. Und dann gehe ich mal jetzt gleich, erlaube ich mir mal einmal bei den, ja, erstmal hier den Slime zu quatschen. Gibt wieder wundervolle Erfahrung auf das Schwert. Da habe ich mir jetzt auch erstmal Fortune drauf geknüppelt. Also hier Looting. Könnte so recht interessant werden, wenn wir dann mal so ein paar Endermans so quatschen. Ich muss mal überlegen, was wir aus den ganzen Slimeballs machen können. Vielleicht weiß ja da irgendwas einer. Bei Deutsch voll konkret, Alter. So. Ja, ich bin auch immer noch ein bisschen am Drücken, ob ich mit Agricraft das machen soll, also dieses Züchten zeigen. Oh, der hat aber schon schön geworden mit dem Immersive. Bienenhaus würde ich jetzt nicht reingehen. Das würde. Ich gehe jetzt offscreen mal kurz rein, um mich kurz umzuschauen. Okay, Obsidian war ja, glaube ich. Ja, Lapisfischen würde ich hier gerne rausnehmen. Die haben selbstverständlich. Es haben noch 3 Obsidian gefehlt. Wow, die Treppe haben wir gar nicht gesehen. Ui. Okay. Gut. Also, Obsidian haben wir dann jetzt. Dann muss ich nochmal, wie gesagt, beim Trivolo bedanken. Der hat jetzt hier so einen wundervollen Weg zu mir rübergebaut. An dieser Stelle vielen Dank, Trivolo. Ich hasse dich immer noch für das Dorschlepp. Ich wette, das wird so ein wundervoller Running Gag. Ich glaube, die erste Aufnahme werde ich dann auch wirklich mit den anderen machen müssen. Hoia! Potschko! Heia! Heia! Hallo! Oh, ich liebe das Schwert. Es ist einfach so episch. Ja, Erfahrung kriegen wir auch auf jeden Fall genug. Ich würde einfach nochmal was Erfahrung so sammeln. Das sollte ja nicht das Problem sein. Hier ist aber schon wieder 56 Level drin. So, 9 Darksteel sind schon fertig. Was wir aus dem Darksteel jetzt machen, wir machen schon mal einen Helm und einmal Boots. So, die Rüstung werden das... Hallo? Das wird aber noch dauern, bis wir die perfekt anziehen können, weil die werden wir komplett ausbauen. Bis zum geht nicht mehr ausreißen. Oh, ich muss mir gerade strecken. Ach, mir tut gerade der Rücken was weh. Hat er heute Sport. Schuriken. Klingt interessant. Okay. Gibt es hier. Gibt es einen Armor-Stand? Ja, natürlich gibt es einen Armor-Stand. Was ist das? Kikoku? Girls Blade of Mist. Plus 2 Divine Damage, plus 10 Attack. Was? Ja. Lassen wir erstmal. Na. 2 davon. Und 2 Eieren. Eieren, auch so, ein nettes Wort. Oh, ich habe schon wieder. Wieder viel zu eilig mit dem Craften.
nochmal einmal. Ich glaube, ich weiß, wo die sind. Ja. Die sind eindeutig hier. Muss ich dahinter dann nochmal besser machen. Und ich habe auch dann heute mal im Englischunterricht gelernt, was die Capacitor eigentlich bedeuten. Das, ich weiß nicht, ob ich das auch nochmal gesagt habe, fälschlicherweise. Ich hatte mich mal informiert gehabt, weil mich das interessiert. Die Capacitor heißen zum einen Katalysator, was aber ein bisschen komisch ist, wenn man überlegt, so eine Capacitor-Bank, Katalysator-Bank. Nee. Ist nicht so the yellow from the egg und so weiter, ne? Ja. Was man da eher schon sagen kann. Ach so, das ist hier. Ich habe schon mal gewundert, hey, was ist das für ein Geräusch? Was man da schon eher sagen kann, eine Capacitor-Bank ist eine Kondensatorbank. Da klingt schon besser, finde ich. Okay. What? Wo war ich jetzt noch dran? Wir brauchen Ripe and Crystal. Oh, wir brauchen Emeralds. Scheiße. Ja. Das könnte lustig werden jetzt. Verdammt, verdammt, verdammt. Also da. Ojigo, arigato, mye, endeme. Jetzt nicht verarschen. Alter. Ich werde von der Änderungsschneiderei verarscht. Hier ist eine Höhle. Alles rausgucken. Das hatte ich ja so wundervoll aufgefüllt, dass man sich die Folge, wo ich das auffülle, werde ich jetzt gleich auch mal schneiden. Machen wir den mal weg. Wir müssen damit ganzen Rüstungsteile machen. Da muss ich aber mal, wie gesagt, mit dem Street und so absprechen. Weil die wollten sich daran ja auch beteiligen. Weil wir wollten ja einmal so eine Art Museum hier aufbauen. Und was wir dann machen, wissen wir noch nicht. So, ich muss mal, wie gesagt, bei den anderen schauen. Ich brauche ja eigentlich nur in Anführungszeichen 4 Emeralds. Also 4 Emeralds. Oh scheiße, das kann lustig werden. Bitte habt 4 Emeralds. Bitte, 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 bitte. Tun mir den Gefallen. Das sieht verdammt. Da, genau in der Aufnahme. Okay, dann. Geh weg, du Scheiße. Was? Ich will's jetzt nicht wissen. Oder sind die vielleicht drüben? Bitte, 4 kleine. Hä? Okay. Okay, alles klar, dann ignorieren wir das hier mal. Habt ihr ja gesehen, das zum Testen. Du bist so ein Vogel. Für
bräuchte momentan nur... Moment. Nur 4, wenn du mal welche hast. Wäre top von dir. Ja gut. Dann kommen wir jetzt einfach nicht hier wirklich weiter. Muss ich mal schauen, dass ich offscreen irgendwie mal ein paar Emeralds finde. Ich glaube dann... Leute, wie sehr bin ich denn gerade abgedriftet? Ja komm, dann schaue ich jetzt, dass ich das hier mal was verarbeitet kriege. Folgen wir jetzt habe. Machen wir wenigstens schon mal die Rüstung an sich fertig. So, weil wie ihr seht, wir brauchen einiges an Crystals, also 4 Ripened Crystals, Kleiderwings brauchen wir. Es wird jetzt eine Ressourcenschlacht für eine der epischsten Rüstungen aller Zeiten. Also wir brauchen auf jeden Fall Soundblocker brauchen wir eigentlich nicht. Potion of Night Vision können wir machen. Naturalistics Eyes kenne ich nicht. Also Empowered brauchen wir, Sound Locator. Können wir machen. Empowered und Glider Wings. Empowered und dann hier Empowered und Flippers. Das wird lustig. Ich würde sagen, dann beende ich jetzt hier die Folge. Gehe dann nochmal ausgeben was Farm, schneide was und so weiter. In diesem Sinne, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und dann würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Adieu, hasta la vista, au revoir, etc. Und bis bald.